So, und der Vortrag heute, der geht, soll so ein bisschen anfangen, die Grundlagen von Gummi zu legen. Und dann tauchen wir aber tiefer ein in die Welt der Pharmazie, der Lebensmittel. Ich habe es versucht, so ein bisschen an Beispielen mich entlang zu hangeln. Es ist gar nicht so, dass man jetzt einen generellen oder allgemeinen Überblick über Eigenschaften von Gummi hören. Das ist sicherlich eine andere Geschichte. Ich habe mich gefragt, was ist denn besonders und will Ihnen das heute im Dialog gerne auch ein bisschen näher bringen. Das ist uns ein Punkt. Wir haben jetzt die Quellrate angeguckt, aber der Aromatransfer, der ist natürlich auch von besonderer Bedeutung. Das heißt, wenn man sich vorstellt, man hat ein organisches Produkt, wie diese Klappendichtung zum Beispiel, man kann sich das hier als Grenzfläche vorstellen, da strömt eben das Medium dran vorbei, dann wandern natürlich diese Aromastoffe in das Elastomer. Und wenn ich jetzt mein Produkt wechsle, zum Beispiel in eine Abfüllanlage, dann wird ein Teil dieser Aromen wieder an die nächste Charge abgegeben. Und da diese Aromen in sehr geringer Konzentration schon Geschmacksstoffe bilden, ist es natürlich eine gefährliche Nummer. Stellen die Kollegen aus der Ecke wieder raus und sagen, ich bin schon da. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Und deswegen ist neben dem Materialanspruch hier auch ein Designanspruch notwendig. Ich mache es Ihnen einfach mal klar am Vergleich von einem Standard-Wellendichtring. Kann ich das nicht sagen, aber für das, was wir geprüft haben, wäre es jetzt eher, wären Sie eher auf der sichereren Seite. Gibt es neben den Betrachtungen zu Aromen auch parallele Beobachtungen zu Verfärbungen? Der Standarddichtungswerkstoff ist gerne schwarz. Das spielt uns hier in die Karte. Ja, es gibt auch farbige Dichtungswerkstoffe und natürlich kommt es hier zu Verfärbungen, nicht nur immer ausgelöst durch Aromen, aber sicher auch. Ja.